Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Jo, wir sind glaube ich jetzt schon im 10. Kapitel, ne? Es ist eine Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, es gab viel zu tun. Und deshalb konnte ich nicht aufnehmen. Und ja. Puh, laut meinen Informationsquellen dauert das Spiel noch eine Zeit. Ich will da nicht runter. Es dauert noch eine Zeit, bis wir das geschafft haben, falls wir es überhaupt schaffen. Ich werde mein Bestes geben, dass wir das Spiel abschließen können. Puh, mich trifft gleich wieder der Schlag, ich merke schon. Und naja. Ich werde jetzt wieder sicher den ganzen Bart über failen, weil ich wieder ins Spiel reinkommen muss. Ruben? Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient. Meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde. Diese Fall. Dieses Ungeziefer? Diese Mikroben? Sie sind mein, und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Ja. Schön. Wir hauen da mal Sachen zusammen. Und hoffen, dass wir viel grünes Zeug kriegen. Weil wir brauchen ganz, ganz, ganz viel grünes Zeug, weil ich habe ja streng gesehen falsch, in Anführungszeichen falsch geskillt. Ich hätte statt ja auf Crit und so weiter, hätte ich das Ganze besser verwenden sollen, um logischerweise zwei bestimmte Waffen mehr Schaden skillen zu lassen, also das Scharfschützengewehr und die Schrotflinte, wollte ich sagen, die werden wir jetzt in Zukunft ganz besonders intensiv skillen bei bestimmten Skillpunkten, weil die werden uns hier ganz schön rausreißen. Ich hatte es vermutet gehabt, ich weiß nicht, ob ich es auch im Part mal gesagt hatte, dass die beiden Waffen uns höchstwahrscheinlich hier zu einem guten Ausgang führen werden, zu einem guten Ergebnis führen werden, aber naja. Ich war mir da noch nicht so sicher, aber jetzt werden wir in Zukunft das so machen, alle grünen Gelees, die wir da finden, oder Gels, was das sind, ne, diese grünen Dinger zum Skillen, werden wir eben für die beiden Waffen verwenden. So, wir haben hier eine weitere Notiz bekommen, und zwar Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört. Alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Wahrscheinlich ihr Mann, ne? Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen, aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Aldi kann nicht lesen heute. Ich höre immer noch die Stimme von meinem süßen Jungen. Sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Ja, das stimmt. Sollte der Regelfall so sein. Was ist das? Voll. Da werden wir gleich mal schauen. Zwecks Nachladen. Und zwar, so, dann, hoppala, war das nicht die Taste? Schon, oder? Egal. Bolzen wechseln, eher, schon eigentlich. Ich bin verwirrt. Hä? Das war doch die Taste. Oh, ich bin doof. Die war's zum Nachladen. So. So. Nein. Aber sind, glaube ich, alle voll, ne? Sehe ich gerade. Jo. Müsste dann hoffentlich passen, oder?
kann ich nur schlagen. Ja, ja, da kann man nur wechseln. Das müsste passen, oder? Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe. Okay, die ist voll, da kann man nichts machen. Ich werde buffenmäßig. Tja, was nehmen wir denn? Die wäre auch gut nachzuladen. Ich habe nur 3 Schuss. Da kann ich nichts nachladen. Okay, maximal 8. Ich habe, gerade verlesen. Schön sauber. Na gut, dann nehmen wir uns ein Pistölchen. Wie waren doch schnell die Tipps? Jetzt ist schon ein Zettel her. Ich habe, glaube ich, auch einen Fehler gemacht. Zwecks eben, weil wir die Waffe in der Hand haben. Ist mir da, glaube ich, ein richtiger Blödsinn passiert. Und zwar, glaube ich, wegen einem Erdrosseln. Wenn man sich von hinten anschleicht, ne? Da darf man, glaube ich, seine Waffe nicht ausgerüstet haben. Oder so irgendwie war das. Ach Gott, ich will da nicht durch. Moment, da war ein Safe Room. Ich höre es singen. Da, ich bin so blöd. Rein da. Hallo. Da ist schon wieder so finster. Ja, und die Lampe. Natürlich. Auch für euch zuliebe die Lampe. Und der Spiegel ist kaputt. Und ich sollte noch was machen. Ich sollte generell versuchen, das Spiel heller zu machen, ne? Endlich einmal nach 20.000 Parts. Hier vielleicht. Bildkörnung. Helligkeit. Hier, zum Ändern anklicken. Ja, bitte. Ich werde es versuchen. Geht das so? Welche dich... Bitte passt die Helligkeit an, sodass die Markierung in der Mitte gerade noch zu sehen ist. Ja, aber ich möchte das weiter nach oben haben. Ich kann es wieder ziehen. Hallo? Ah, hier. Mit W. Okay. Mit den ich gehe mal wohin Tasten geht das. Okay, dann wahrscheinlich. Passt das so? Ist das besser? Ist es gleich geblieben? Verdammt, ich brauche schon wieder zu lange. 50 war es vorhin, ne? Ich hoffe, das passt jetzt so. Ich hoffe, das ist für euch besser so. So, gehen wir mal rein. In die gute Stube. Oh, oh. Oh, oh. Mein Kopf. Ja. Warum hämmert es da so wieder so ekelhaft an der Tür? Wer ist der Typ nebenan? Ja, oh Gott. Der da? Oder der da? Hier, ne? Alter Schwede, mit der Schlag. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Der Professor! Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Rufiks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Alter! Diese Frau! Ja, aber ich verstehe seinen Hass. Ich verstehe seinen Hass. Gut, da hinten scheint nichts zu sein. Da können wir nur raus, wie immer. Dann springt man mal ein Stück, ne? Ich meine, ich verstehe ihn. Ich glaube, wenn meinen Schwestern was passieren würde, ich würde auch die ganze Welt hassen. Oder meiner Familie, besser gesagt. Was haben wir denn da Schönes? 2 Tote bei Autounfall. Wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben. Albtraum für Familie. Die Leichen von Ernesto und Beatrice Victoriano wurden im Wrack ihres Wagens gefunden. Sohn erbt Familienbesitz. Mhm. Seine Eltern. Ja. Ja. Haben wir hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Nein. Hier irgendwas? Schaut nicht aus. Wir gehen unseren Schlüssel einlösen.
Ja, auch Thema Schlüssel. Da bin ich ja eh schon drauf gekommen, Statuen zerschlagen. Es gibt mehrere Statuen, also kann sein, muss vielleicht nicht, aber es gibt mehrere Statuen pro Kapitel. Und ja, ich mach das auf. Ja, Jackpot. Wie viel ist das? 5000. Wuhu, das ist super. Glück gehabt. Vielleicht können wir jetzt schon unsere Waffe skillen. Das wäre super. Ja, also, wenn ihr eine Statue seht, kaputt schlagen, kaputt schießen. Manche sind richtig fies versteckt. Da braucht man zum Teil auch mal das Scharfschützengewehr. Man muss aber zum Teil auch wissen, wo sie sind, glaube ich. Oder es ist reines Glück, dass man zufällig drauf kommt. So. Ja, ich habe leider schon sehr viele übersehen. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Aber ich hoffe sehr, dass wir trotzdem das Spiel schaffen können. So, dann versuchen wir mal unser Glück. So. Jawohl. Und zack. Okay. Also, wichtig war auch die Spritzwirkung. Die Aufnahme, also hier, ne? Reserve. Da ist wichtig, dass man schaut, dass man auch für Schrotflinten und auch für Spritzen und für Scharfschützengewehr, dass man das so gut es geht raufskillt, ne? Dass man so viel wie möglich tragen kann. Wir können ja gar nicht so wenig tragen. Ich würde eher sagen, wir versuchen zu schauen, dass wir den Schadensmultiplikator erhöhen. Erhöht die Feuerkraft für mehr Schaden. 8000 für die Schrot und fürs Scharfschützengewehrl 20% mehr Schaden. Beides gleich, ne? Ja, Stufe 3 jeweils. Fürs Scharfschützengewehr haben wir momentan mehr Munition, ne? Also ich glaube, ich werde zuerst mit dem Scharfschützengewehr beginnen. Also machen wir das hier. Schadensmultiplikator erhöhen. Jawohl. Das nächste ist schon sehr teuer. Okay. Aber passt schon mal. So ist gut. Und natürlich, selbstverständlich, muss das Ganze auch gespeichert werden. Gnädigste. Ich will sie immer schlagen, es tut mir leid. Gnädigste, einmal speichern bitte. Und zwar hier. Ja, bitte. Dankeschön. Passt. Gespeichert. Und dann versuchen wir unser Glück, ne? So. Die ist sehr hübsch. Sehr hübsch dekoriert. Muss man echt sagen. Traum. So, dann gehen wir wieder ans fröhliche Sterben. Das, was ich am besten kann. Okay. Von hier sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen da lang. Ich werde auch versuchen, so gut es geht, die Lampe eingeschalten zu lassen. Ja. Wir werden wahrscheinlich des Öfteren pullen. Tut mir diesbezüglich auch schon leid, aber ja. Ihr seht nichts und ich sehe nichts und das ist ungut. So. Alter. Ja, ich schaue mich noch kurz hier um, weil wenn da hinten schon Munition versteckt war, auch wenn es nur zwei Schuss waren, also zwei Patrönchen, ja, könnte ja sein, dass es noch mehr gibt, ne? hier kann man nichts entschärfen, ne? Da muss man jetzt einfach durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir wieder. Ja? Ich wollte gerade sagen, was? Alter, mir geht schon wieder die Bombe. So. Gelee wollte ich aufheben. Da haben wir noch eins. Da haben wir noch was. Jawohl. Dann. Das geht zwar nicht zum Zusammenschlagen, aber hier Munition. Ich bin schon am Überlegen, ob ich das speichern gehe.
Oh je, wenn es so nebelt, habe ich schon wieder Angst, dass so ein Dressurhaini kommt. Alter. Da haben wir auch was. Mama? Oh, Scheiße. Na, das ist wieder mal nicht gut. Kontrollpunkt. Gut. Wir werden sterben. Alter. Okay, ich habe schon wieder Angst. Ich muss das Licht ausmachen. Es ist leider sehr dunkel. Vielleicht können wir den verarschen. Hier war jetzt so ein... Hier war jetzt eigentlich was, ne? So ein... Was man gesehen hat, so ein... Hört er das? Nein. Hier war doch... Ah, okay. Also halten, ja. Ich halt schon. Dann schärfen wir das halt. Ich wollte eigentlich ursprünglich... Wollte ich eigentlich das nutzen, damit er gegen reinläuft. Ah, da drüben wäre eine Bombe gewesen. Okay. Entschärfen will ich ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt. auch wenn wir vielleicht das Material brauchen könnten. Oh, Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich kann schon wieder laden. Was ist denn jetzt an... Alter! Au! Ich habe es nicht gesehen, dass da noch so ein deppertes Dingens ist. Ich habe gesagt, ich werde sterben. Oh Gott. Ach, Scheiße. Okay. Na gut, dann nochmal. Okay, also hier ist eine Falle, da vorne ist eine Falle. Lärm sollte ich besser keinen machen, so wie es ausschaut. Echt. Das ist unglaublich. Der kraxelt da wieder drüber. Also ich muss aufpassen, da vorne ist wieder eine Schale. Die muss ich versuchen zu entschärfen. Okay, der kraxelt wieder drüber. Geht ein Stück. Da ungefähr war was, ne? Und, zack. Da haben wir schon. So. Der müsste erledigt sein, ne? Boah. Ist halt die. Komme ich hier auch drüber? Ja. Ich wollte nur schauen, ob wir hier was mitnehmen können. Da drüben ist auf jeden Fall was. Da sind wir wieder voll. Okay. Ich
traue mir halt echt nicht, die zu machen. Ich werde wieder sterben, das weiß ich ganz genau. Mann, Mann, Mann. Und das wäre gut, hier rüber zu können, ne? Scheiße, ich brauche Deckung. War ich das jetzt? Ist das normal? Hätte ich mich da jetzt verstecken sollen? Keine Ahnung, ob das richtig war. Alter. Und von wo bitte ballert da? Wer? Weiß man das? Alter. Zustände sind das hier, Zustände. Fakt ist, der kann mich sehen, glaube ich, ne? Da oben beim Licht? Ich habe keine Ahnung. Okay. Der Kerl geht mir auf den Senkel. Also, packen wir mal das Scharfschützengewehr aus. Den Grüppel nicht sehen. Da oben, glaube ich. Steht da oben jemand? Ich sehe es nicht. Aber er muss fast von der Seite da oben sein, oder? Hm. Ah, da drüben. Warte mal, das muss ich besser machen. Warte mal. Der verdutzt sich da immer. Wenn ich das. Glaubst du, ich sehe den? Der duckt sie auf jeden Fall. Ich schau ganz falsch. Da oben irgendwo. Oh Mann. Da drüben? Okay. Da! Okay, hat nicht hingehaut. Warum auch immer. Yeah! Hat's aus, hat's gereicht, ist er hin? Ich glaube, er ist im Arsch. Sehr gut. Dann mitnehmen. Passt. Dann schauen wir uns hier noch schnell um. Da geht's rauf, tatsächlich. Jetzt ist nur die Frage. Ob man nicht hier noch schauen sollten. Ob es da was gibt. Weil hier kommen wir drüber. Das möchte ich noch gern machen. Ah, da haben wir was. Dankeschön. Ich glaube, da hat es was zerlegt. Da.
ganz ehrlich, im Kopf haben wir jetzt ein Karussell. Ein tödliches Karussell. Also wir müssen einen Vogel haben. Das gibt's nicht anders. Na, bist du kopflos? Arschloch. Ja, ich bin kopflos. Die habe ich nicht gesehen. Scheiße. Zu spät gebremst. Da ist noch was. Scheiße. Ich werde das sowieso nochmal verrecken. Also ich werde das sowieso nochmal machen müssen. Deshalb nehme ich das jetzt mal als Erkundung. Ich glaube, wir können Licht einschalten, ne? So. Da ist ein großes Tor. Da haben wir schön was zum Aktivieren. Ja? Schauen wir mal. Da. Gut, dann können wir weitergehen. Da haben wir auch einen. Das war ein Fehler. Das wollte ich so jetzt eigentlich nicht. Sehr gut. Kann man Munition sparen. Ja, und ich spare auch Munition. Er hat so lange gebraucht beim Verbrennen. Ich dachte, ich verbrenne ihn mal. Es geht sich aus. Ne, das geht sich nicht aus. Ja, keine Chance. Ich hab gewusst, ich verreck. Ich wollte es nochmal probieren, ob es sich zeitlich ausgeht. Nicht wirklich. Na schön. Wie lange hatte ich eigentlich die Parts für hier geplant? War es eine halbe Stunde? Na, ist zu viel, ne? Eigentlich hätten wir schon vor 17 Minuten aufhören müssen, oder? Oder vor 7 Minuten. 7 Minuten. Nein, ich habe das Handy vergessen auszuschalten. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, meine Schuld. So, jetzt haben wir's. Entschuldigung. Ja, scheiße. Müssen wir nochmal machen. Ich hab's eh gewusst. Ich musste mir das eh öfter anschauen. Außerdem habe ich wieder keine Übung im Spiel. Das dauert wieder alles ewig. Ah, wir werden das Kind trotzdem irgendwie schaukeln. So. Den einen mache ich noch kaputt. Und dann werden wir das Ganze sauberer spielen. Aber erst im nächsten Part. So. Ich bräuchte fast zwei Flaschen. Also bald die Bombe da drin losgeht, ne? Jetzt ist halt auch die Frage, wenn ich mich jetzt an den ranschleiche. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir müssen sicher warten. Warten wir mal, ist die wurscht. So, machen wir halt gleich beim ersten Part hier in dieser Aufnahmesession Überlänge. Ich glaube, 20 Minuten hatte ich immer, ne? Ja, ja. Ja, ja, die Zocki. Die Zocki. Das Beste, was ich kann, ist failen. Aber das wisst ihr eh. So. Bist du deppert? Der geht heute besorgen. So. Schön einmal fertig machen. Passt. So, nochmal da hinten. Ich glaube, da bleiben wir dann da. So. Ich glaube, das ist okay, der Platz. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!